Man muss ja sagen, nicht alle Männer, die sich fleißig in den Dienst der Familie stellen, werden heute gebührend am Papitag geehrt und gefeiert. Unser lieber FFH-Kollege Volker Willner, Sie kennen ihn, Papa einer Teenie-Tochter Emma. Also ich vermute, er hat heute genauso wenig zu lachen wie ihr an allen anderen Tagen im Jahr auch. Volker, wie viele Familien sprecht ihr zu Hause? Also mehrere Sprachen doch, ne? Ja, Emma wächst zweisprachig auf. Deutsch, klar, und mit den englischen Floskeln, die sie ständig einbaut. Safe. Im ganzen Satz bitte. Safe habe ich meine Hausaufgaben schon gemacht. Eine Vokabel, die auch in jeden dritten Emma-Satz gehört, ist random. Menschen mit gutem Schulenglisch erinnern sich, random heißt zufällig. Wird unter Teenies aber auch genutzt für nach Lust und Laune, nur mal so oder planlos. Sag mal ein Beispiel. Ich habe heute random mal bei H&M nach einem T-Shirt geguckt. Findet Emma ein schönes Shirt, ist es nice? Wenn nicht, ist sie lost. Hey, richtig. Ist ja doch noch nicht hoffnungslos bei dir. Tja, du musst halt als Papa ständig Vokabeln pauken, wenn du nicht als ahnungsloser Trottel aus dem Mittelalter dastehen willst. Wir hatten ja als einziges englisches Wort nur cool, wenn was prima oder dufte war. Oh Mann, Papa, das ist voll cringe. Ja, vielleicht. Aber eins verstehe ich nicht. Wenn du von deiner Spreche her genauso gut in Großbritannien leben könntest, warum war deine letzte Englischarbeit da nur eine 3-? Papa, du bist so witzig. Wahnsinn Familie bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.